Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nada ist drin, er macht sich gerade fertig, denn er hat heute ein Spiel. Ich gehe heute zuschauen und nehme euch natürlich mit. Ich habe für ihn eine Überraschung vorbereitet, davon weiß er noch nichts. Das erzähle ich ihm natürlich später und euch auch. Also los geht's. Bist du aufgeregt? Naja, das ist mein Job. Ich bin nicht aufgeregt. Siehst fresh aus. Merci, wie du. Ich würde sagen, ich mache jetzt Frühstück. Ich muss gleich los. Also Leute. Ich mache jetzt Frühstück. Nada Frühstück meistens Porridge, Haferflocken mit bisschen Mandelmilch, frischen Früchten. Ich zeige euch einfach gleich, was ich gemacht habe. Das sind die Zutaten, die ich benutze. Ich bevorzuge eigentlich eher Haferflocken Kleinblatt, aber Großblatt geht auch. Hier Proteinpulver. Und ja, ich bereite das mal dann vor und zeige euch dann einfach mal gleich, wie das Frühstück aussieht. So Leute, das sind die Bowls. Dann dekoriere ich das einfach so ein bisschen, weil das Auge ist mit. Einen Moment. Oh. Beide für mich? Nein, eines für mich. Bam, was will man mehr? Schmeckt lecker. Delicious. Guck mal Leute, die Rose habe ich letztens von Nada bekommen. Die Nada isst jetzt, muss sofort los. Und ich melde mich dann, sobald ich da raus muss. Wir sind jetzt fertig mit Essen. Nada hat es etwas eilig. Das ist meine Kosmetiktasche. Dankeschön. Und später. So Leute, bis später. Seid pünktlich? Ja, werde ich. Bye. Bye. Nada ist jetzt weg und ich kann euch endlich das Geheimnis lüften. Ich habe Tickets nach Paris gebucht und er weiß davon noch rein gar nichts, Leute. Er hat mir letztens noch gesagt, ja, Luisa, wie schön es jetzt wäre, mit dir wegzufliegen, einen Tag mal abschalten. Wie gesagt, Nada hat in der Zeit echt viel um die Ohren gehabt und wir allgemein haben echt viel gemacht und wir hatten viel zu tun. Und deswegen dachte ich, buche ich das einfach mal. Ich hatte etwas Geld zur Seite gelegt, deswegen habe ich das dann gebucht. Und vor allem, weil er mir auch letztens die Schuhe geholt hat. Ja, ich habe es einfach gebucht und ich bin mega aufgeregt. Ich muss mich so beeilen. Ich muss so vieles machen, ich muss in die Stadt. Ich muss einfach sagen, ich lege los und melde mich dann, wenn ich fertig bin. Also bis gleich. Also ich habe so eilig gerade. Ich habe richtig Zeitdruck. Ich habe jetzt alles schon bereitgelegt. Ich kann es euch gleich noch ein bisschen zeigen. Kosmetiksachen, Zahnbürste, Laptop, bla bla bla. Und ich muss jetzt richtig schnell in die Stadt. So Leute, ich bin jetzt los. Hier ist meine Karte. Ich muss mich richtig beeilen. Ich habe noch eine Stunde Zeit. Und ich muss 13.55 Uhr beim Spiel sein. Ich hoffe, ich schaffe alles pünktlich. Ich habe mega, mega, mega Zeitdruck. Ich bin gerade in der Stadt bei Saturn. Ich muss eine Speicherkarte kaufen, weil ich ja alles in Frankreich für euch mitfilmen möchte. Und ich habe nur noch 20 Minuten, dann muss ich losfahren ins Stadion, weil sonst komme ich zu spät. Ich melde mich einfach dann, wenn ich im Stadion bin und zeige euch dann alles. Also bis. Ja, ich bin hier auf jeden Fall nach Königsallee. Viele wissen gar nicht, wir wohnen in Düsseldorf. Ursprünglich kommen wir aber beide aus Berlin. Aber Nada spielt hier in Düsseldorf Fußball, deswegen wohnen wir hier. Ich hasse Zeitdruck, ich hasse so sehr Zeitdruck. Ich renne jetzt los und ich melde mich, wenn ich vor dem Stadion bin. Es tut mir so leid, dass das Video so ein bisschen hektisch ist. Also dann, wir sehen uns vor dem Stadion. Frag nicht wie, ich bin pünktlich angekommen. Und ja, ich gehe jetzt rein und bin mega aufgeregt. Ich liebe es zu gucken, wie Nada spielt. Ich fieber dann immer voll mit. Ach du Scheiße, ich hab den Schlüssel. Also ich melde mich dann zu Wort, wenn ich auf der Tribüne sitze. Und ja, dann bis gleich. Wo ist mein Mann? Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat.
Ich gehe mich auf jeden Fall mal hinsetzen, weil er sieht mich eh nicht. Ich zeige euch ein bisschen hier, was Nada so macht. Ich glaube, er wärmt sich gerade auf. Ich sitze jetzt, ich bin schon bereit, ich bin 20 Minuten zu früh. Er hat mich immer noch nicht gesehen. Haram, wink mir doch wenigstens zu und ich komme. Hat ihr gesehen, er hat mir gewunken. In 10 Minuten geht es auf jeden Fall los. Ich glaube, es regnet. Und ja, ich werde mich an, wenn das Spiel losgeht. Das Spiel hat jetzt angefangen, ich bin mega gespannt. Nach dem Spiel werde ich ihm die Überraschung sagen. Ich werde das auf jeden Fall aufnehmen. Ich freue mich schon, ihm das mitteilen zu können, dass wir dann einfach nach Paris fliegen. Und ja, ich melde mich dann einfach nach dem Spiel. So Leute, das Spiel ist vorbei. Ich warte hier auf Nada. Er kommt. Er weiß noch nichts. Ich hätte mir das sagen. War gut. Muss ich jetzt beeilen. Warum filmst du? Ich dreh doch heute einen Vlog, weißt du doch. Das ist schön. Warum musst du beeilen? Ja, wir fliegen weg. Wie, wir fliegen weg? Wir fliegen. Wohin? Nach Paris.